Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute geht es wieder um Geschenke aus der Küche. Und aus der Reihe Fix-Produkte nachgemacht, also habe ich auch wieder nicht erfunden, sondern im Internet gefunden, gibt es heute die Version Bratensoße oder braune Soße. Also Bratensoße, dann wäre es eine Soße für den Braten, weil natürlich kein Fleisch reinkommt. Wie auch schon bei der Tomatensoße, die ich gemacht habe, kann ich euch sagen, das ist nicht billig, weil da kommt jetzt rein 30 Gramm Mischpilze. Ich glaube, die haben 2,69 Euro alleine gekostet. Ja, dann Tomatenpulver, das habe ich jetzt ein Kilo, das hat irgendwie 6,99 Euro gekostet. Das andere ist jetzt wirklich nicht so teuer, aber alleine die Zutaten. Also da kann man natürlich auch schon ein paar Maggi-Tüten für kaufen, wobei man halt hier weiß, was drin ist. Wobei man natürlich auch nicht weiß, diese Pilze, ja, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja, also da 30 Gramm reinkommen und genau 30 Gramm drin sind, ziehe ich da natürlich jetzt auch nichts ab. Ich mache es im Thermomix, wobei man das natürlich auch, wenn man irgendwie einen anderen Mixer hat, das bestimmt auch gut zerschreddern kann. Also das ist gar kein Problem. Dann kommt rein 25 Gramm Zwiebelgranulat. Ich habe aber hier getrocknete Zwiebeln auf dem Markt bekommen und da habe ich lieber die genommen. Und genauso halte ich es halt mit dem Knoblauch. Da habe ich hier diesen getrockneten vom Chinesen. Also hier steht ein Teelöffel Knoblauch, Granulat und ich mache 6 Gramm Knoblauch. Der riecht ganz schön. Dann wieder 50 Gramm Salz. Und für alle, die sich wundern, dass ich das hier abmesse, der Thermomix ist da nicht sehr zuverlässig beim Abmessen. Dann 10 Gramm schwarze Pfefferkörner. Ich werde aber natürlich das Rezept unten verlinken. Also ich habe es ja selbst aus dem Internet. Deswegen. Dann kommt ein Viertel Teelöffel Muskatnuss. Ja, ich glaube ungefähr. Und 20 Gramm roter Paprika, edelsüß. Und 20 Gramm von diesem getrockneten Tomatenpulver. Also von dem Tomatenpulver, was eigentlich nur getrocknete Tomaten halt sind. Da waren dann schon mal die Gewürze alle beieinander. Drin sind schon die Pilze. Und zum Binden der Soße ist dann halt 50 Gramm Speisestärke oder Kartoffelmehl und noch 50 Gramm ganz normales Mehl. Da sehe ich gerade, dass man nach dem Vermischen dann noch 3 gehäufte Esslöffel Petersilie gefriergetrocknet. Die habe ich jetzt nicht da, weil ich das jetzt gar nicht gelesen hatte. Und 10 Gramm Thymian getrocknet, dann noch mit dem Spatel vermischen. Aber ich, also wie gesagt, Petersilie habe ich nicht. Den Thymian. Den packe ich direkt mit rein. Was soll das für einen Unterschied machen? Also, vielleicht zerstöre ich jetzt auch alles, aber. So, und das wird wieder 10 Sekunden. Auf Stufe 10 einfach pulverisiert, verkleinert, zerstückelt, was auch immer. Also so sieht es jetzt aus. Also schon für eine braune Soße. Also ich denke mal, die Pilze allein, die haben mir schon die Farbe gegeben. Und ich fülle mir das hier wieder in die Flasche und werde euch dann aber noch im Anschluss zeigen, wie die Soße aussieht, wenn man sie dann wirklich halt auch verwendet. Und wie ich sie dann halt auch abgefüllt habe als Geschenk. Bei mir ist es jetzt soweit. Bei mir kommt jetzt das Braunfix zum Einsatz. Ich habe so kleine Semmelknödel mit Rotkraut und einem Seitanschnitzel. Und dazu mache ich dann jetzt die Soße. Ich mache aber nur die Hälfte des Rezepts, also eigentlich wieder 200 Gramm Wasser, 200 Gramm Sahne und 2 Esslöffel von dem Fix. Aber ich mache halt, wie gesagt, nur die Hälfte. Ich habe die Sahne und
das Wasser hier schon vermischt. Und das lasse ich jetzt mal eben kurz aufkochen. Und dann kommt ein Esslöffel von dem Fix Braun dabei. Und dann werdet ihr sehen, wie die Soße aussieht. Also das ist mir jetzt auch schon bei der Currysoße aufgefallen. Da sind so braune Stippen drin. Aber das ist, also es gehört so, weil das sind die Pilze, die jetzt auch nicht ganz pulverisiert, sondern kleine Stückchen sind da halt drin. Aber man weiß ja, was drin ist. Und dann sollten einen kleinen Pilze nicht stören, dass die jetzt nicht sich pulverisiert haben, sondern einfach kleine Stücke sind. So, das ging ganz schnell. Und ein gehäuften Esslöffel halt in meinem Fall jetzt. Und gut verrühren. Gut, dadurch, dass Sahne drin ist, ist es natürlich auch ein bisschen wie so Rahmsoße dann eher. Gut, aber auch hier sehe ich wieder die kleinen Pilzstückchen. Und das lasse ich jetzt auch wieder nur ja, ein bisschen andicken. Und im Hintergrund habe ich nämlich schon mein Essen in der Mikrowelle und dann kommt hier noch frisch die Soße drauf. Und jetzt gibt es noch kurz die Geschmacksprobe. Mmh. Ich dachte, die Currysoße wäre mein Favorit, aber ich finde die noch besser. Mmh, die ist aber auch richtig würzig, also ja, oh, die finde ich richtig toll. Also nicht, dass ich jetzt, also ich sage ja die Currysoße, da habe ich schon gedacht, oh, das ist mein Favorit. Aber ich muss sagen, die schmeckt mir noch besser. Mmh. Tja, da freue ich mich jetzt, ist nämlich gleich mein Essen in der Mikrowelle warm. Und da gibt es nämlich jetzt noch die Portion Soße drauf. Und ich hoffe, den Beschenkten schmeckt es auch so. Ihr seht jetzt noch ein Bild, wie ich ja, das Pulver verpackt habe, wie ich es also verschenken werde. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen und Beschenken. Tschüss!